Hallo, ich bin's wieder, euer Daniel Gärtner. Heute zusammen mit der Carina Trainer. Sie heißt Trainer, ja, und sie ist auch ein Trainer. Also sie ist wirklich der richtige Trainer, den wir immer hier bei uns in unserem Showteam-Training haben. Naja, ihr kennt ja vielleicht das eine Seilvideo, das wir schon mal vor, glaube ich, 2 Monaten gepostet haben. Da ging es darum, um Basisübungen am Seil. Und heute wollen wir das einfach ein bisschen fortführen. Ihr seht vielleicht, wir sind komplett verschwitzt. Wir spielen nämlich immer bei unserem Showteam-Training am Dienstag vorher Fußball. Und wir sind leider heute bloß zu dritt. Hinter der Kamera ist der Stone. Und naja, also ich habe gegen die 2 gespielt und habe natürlich gewonnen. Ja? Einmal hast du gewonnen. Na gut, genau, wir sind jetzt optimal vorbereitet, wir sind richtig warm. Ja. Und darum starten wir jetzt mit der ersten Übung. Am Seil kann man natürlich auch sehr gut so die Fingerkraft trainieren. Also das heißt quasi für alle Kampfsportler oder Turner, die sich immer festhalten müssen, aber natürlich auch für die Kletterer. Gell? Wir sind oft am Gardasee unterwegs und klettern sehr viel, da ist sowas natürlich ein optimales Training. Wir starten mal mit einem Straight Leg Raise. Das kennt ihr ja auch schon aus manchen anderen Videos, indem man sich einfach mal hinhängt. Nur jetzt muss ich mich natürlich am Seil festhalten, das gibt eine gute Hornhaut. Und jetzt zieht ihr die Beine einfach gestreckt nach oben. Und wenn wir das Ganze dann einfach turnerischer machen, versuchen wir mal aus dem Kipphang in den Sturzhang zu kommen. Ich mach die Übung mal vor und anschließend machen wir es mit Partner und dann unterstütze ich dich. Ja? Also schaut so aus, hängt euch hin, die Beine sind lang und jetzt versucht ihr die Beine erstmal hochzuziehen, euch dann mit zu strecken und wieder nach unten zu beugen. Okay, die Übung ist natürlich sehr anstrengend und vom Schwierigkeitsgrad könnte man eigentlich schon fast sagen, ja, da muss man natürlich fortgeschritten sein oder schon, sagen wir mal, ja, ein Kampfsportler, der eine gute Fingerkraft hat, ein Turner oder beziehungsweise auch wirklich jemand, der regelmäßig intensives Krafttraining macht. So, jetzt ist die Carina dran, oder? Probieren? Ja. Okay. So, hinhängen. Jetzt die Beine hochziehen. Ja, so bleiben und jetzt streck dich hoch. Da musst du, jawohl, du musst langsam runter. Und wieder locker lassen. 2 gehen. Und hoch, Beine lang, in den Kipphang. Und dann merkt man schon, es ist ziemlich anstrengend. Und nochmal. Das dann, kennst du die Übung, ja? Also einfach langhang, versucht die Arme möglichst lang zu lassen. Versucht ihr auch die Arme möglichst lang zu lassen, weil wir dann wirklich mit der kompletten Muskelamplitude richtig intensiv arbeiten. Okay, Beine hoch. Und jetzt hoch in den genau, Sturzhang. Und jetzt wieder tief. Runter Kipphang, aber die Beine oben lassen, ja? Und wieder. So. Ja, genau. Und jetzt die Beine hoch. Gut. Jetzt erst Becken runter, Beine oben lassen. Becken runter, Beine oben lassen. Genau. Das ist die Bewegung. Und nochmal. Und dann letzter geht noch. Komm. Und jetzt erst die Beine hoch zum Seil. Erst die Beine hoch zum Seil. Genau. Und jetzt hoch. Da wollen wir hin. Und jetzt die Beine wieder tief und dann runter. Okay. So. Und zwar machen wir ganz einfache Klimmzüge. Ja. Einfach mal versuchen, dass wir ja, mit einem Arm unten greifen und dem anderen oben. Und jetzt versuchen wir wirklich hier aus der Position uns hochzuziehen, einen richtig schönen Klimmzug zu machen. Und dann beim Absetzen den Arm wechseln und mit dem anderen drüber greifen. Und da kann man mal probieren, ob das funktioniert, dass wir uns langsam am Seil hocharbeiten. Ja, und schauen, ob es funktioniert. Also, ich starte jetzt hier, mache den ersten Klimmzug. So diese Fingerkraft, die Unterarmkraft ist ziemlich aktiv, aber natürlich auch die Zugmuskulatur, Latissimus, alles ist mit dabei. So, dann probier es mal. Jawohl. Super. Und es ist ab und zu mal ganz gut, wenn man wirklich einen verschiedenen Reiz, also einen unterschiedlichen Reiz aufbaut und nicht nur immer das Gleiche macht. Und dadurch wird der Körper dementsprechend auch, ja, wirklich von verschiedener Seite her belastet und es ist wirklich sehr, sehr effektiv. Mal schauen, ob es die Carina auch schafft. Ich bin gespannt. Schauen wir mal, ob es genau so funktioniert. Also erstmal einen Klimmzug machen. Hoch und die andere Hand drüber. Ich bin immer dabei. Komm, zieh an. Denk ans Klettern, denk an die harten Übungen. Jawohl, komm, zieh an. Und ich als Partner kann hier einfach ein bisschen unterstützen, ja, und so ganz leicht mitziehen. Und komm, hoch. Und jetzt machst du noch einen. Drüber, komm, zieh an. Und jetzt komm, hoch. Jawohl, und langsam ab. Okay, super. Ja. Und dann zum Schluss habe ich noch eine Übung für euch, die ist auch noch sehr anstrengend für die komplette Hüftbeugemuskulatur. Das heißt quasi, wenn man die Beine wieder gestreckt zum Körper ranführt,
aber natürlich auch für die Haltemuskulatur und für die Hände. Und zwar ist es nichts anderes, als dass man die Beine gegrätscht, gestreckt nach oben zieht und dann versucht einmal hinter den Körper zu führen und dann langsam über die Hüfte wieder nach vorne abrollt und sich streckt. Und schaut so aus. Das merkt man auch, es ist wirklich ein Ganzkörpertraining und wahnsinnig intensiv. Ist da noch so probieren? Selbstverständlich. Versucht hier auch immer ein bisschen auf die Ästhetik zu achten, die Beine komplett zu strecken und die Fußspitzen auch lang zu lassen. Und jetzt streckt die Knie noch durch, lange Knie, genau. Super, jawohl. Merkt man schon, der Latissimus ist wahnsinnig aktiv. Die Hüftbeuger, Beinstrecker. Und einer geht noch. Jawohl, super. Ich bin jetzt nicht Herkules, der gefesselt ist und hinten die Peitschenhiebe draufbringt, sondern wir haben einfach bei uns in der Turnhalle den Luxus, dass wir zwei Seile direkt nebeneinander haben. Und das ist auch ein wahnsinnig effektives Training. Da könnt ihr auch Klimmzüge machen oder ihr könnt auch versuchen, verschiedene Variationen von Beinhebeübungen durchzuführen. Und das könnte unter Umständen so ausschauen. Versucht es einfach mal. Ja, keine Variation für zwischendurch. Wer auch den Luxus hat, genauso wie wir, zwei Seile nebeneinander zu haben. So, das war so eine kleine Variation an verschiedenen Übungen am Seil. Wir werden versuchen, in Zukunft für euch auch die Übungen fortzuführen, uns neue Übungen für euch einfallen zu lassen. Und das muss man schon sagen, heute, das waren schon wirklich sehr schwere Übungen. Probiert es doch einfach mal aus und steigert euch langsam. Ihr könnt jede Übung auch mit angewinkelten Beinen machen und dann wird es ein bisschen leichter. Ja, bis zum nächsten Mal, viel Spaß. Euer Daniel, Carina und euer Steven. Ciao!